Doppelte Premiere gleich hier beim Autobauer Opel heute in Rüsselsheim. Premiere Nummer 1, der neue Opel Astra ist vorgestellt worden. Der Bestseller der Rüsselsheimer, der kommt jetzt im neuen Look auf die Straßen. Und gebaut wird der Opel Astra hier im Stammwerk von Opel in Rüsselsheim. Und das Gute für die Mitarbeiter, ab dem Spätherbst, wenn die Produktion dann hier so richtig durchstartet, wird der Astra im Zweischichtbetrieb produziert. Das heißt, die Mitarbeiteranzahl wird steigen um 300 in der Produktion auf dann 2400. Und das sichert auch Arbeitsplätze in der Region. Ja, und Premiere Nummer 2 heute für den neuen Opel-Chef. Da gibt es nämlich tatsächlich auch einen neuen ab heute, ab dem 1. September. Uwe Hochgeschurz heißt er. Und ich habe ihn gefragt, ob er in seinem Büro seinen neuen Schreibtisch schon eingerichtet hat. Der Schreibtisch ist eingerichtet, die Position ist vorbereitet. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich hier heute vor dem neuen Opel Astra stehen kann. Also der Opel Astra wird sehr, sehr viel bewegen bei Opel. Dass ich an diesem Tag anfangen kann, das macht mich stolz und das macht den Job wirklich super interessant. Zuletzt war Uwe Hochgeschurz Deutschlandchef bei Renault. Er ist 58 Jahre alt. Und weitere Frage von mir an ihn, kann er sich noch daran erinnern, vor 40 Jahren, als er den Führerschein gemacht hat, was war denn sein erstes Auto damals? Also ich habe natürlich mit 18 Jahren sofort den Führerschein gehabt und wenn ich mich richtig erinnere, war mein erstes Auto eine französische Marke, Talbot, Simca, irgendwie sowas. Und Uwe Hochgeschurz hat mir auch verraten, zumindest privat fährt er nicht nur auf Autos ab. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn man so viel am Schreibtisch sitzt, sollte man sich auch ein bisschen bewegen. Ich bin begeisterter Radfahrer, begeisterter Läufer. Die Zeiten, die ich da laufe, sind natürlich noch nicht so toll, werden vielleicht auch nie so toll werden. Aber entscheidend ist, dass man damit einen Ausgleich hat. Und das sind schon Sportarten, die ich gut finde. Gerade hier in der schönen Gegend von Rüsselsheim gibt es viele tolle Lauf- und Radfahrstrecken. Also da bin ich sehr optimistisch, dass ich da meine Form halten kann.